Ein ganz normaler Wochentag in der Sakristei des Passauer Stephansdoms. Dommesner Johann Gscheider hat Dienst. Es ist kurz vor 11:30. Lange ist es nicht mehr bis zum großen Mittagsläuten. Für viele ein Moment zum Innehalten und Zuhören. Was aber die wenigsten wissen, das Herzstück des Domgeläuts befindet sich nicht im Glockenturm. Überraschung Nummer 1. Das Herzstück ist in der Sakristei. Das ist natürlich die Uhr. Die holt sich einen Funkkontakt von der Atomuhr in Braunschweig. Dann haben wir die verschiedensten Glocken. In Passau haben wir ja 8. Die größte ist die Pummerin, die ist am Bischof vorbehalten. Dann die Dignitär und so geht es runter bis zur Kleinen. Es gibt das Pontifikalgeläute, dann das Dignitärgeläute. Also die Leute wissen draußen, wenn die Große, die Pummerin, anfängt zu läuten, dann hält der Bischof einen Gottesdienst. Hauptsächlich zu den Hochfesten, Ostern, Weihnachten und Pfingsten. Nicht nur die Hochfeste sind eingespeichert. Jeder Tag ist im System erfasst. Es ist genau definiert, welches Geläut zu welchem Zeitpunkt läutet und welche der 8 Glocken im Glockenturm zusammenspielen. Neben diesen 8 gibt es aber noch mehr wichtige Glocken. Überraschung Nummer 2. In jeder Kirche gibt es die Altarschellen und bei der Wandlung dürfen die Ministranten 2-mal läuten. Das heißt also, und warum? Das wissen viele nicht. Es ist nämlich der Höhepunkt der Heiligen Messe, die Wandlung. Und die darf man nicht verschlafen. Wunderschön. Denn wer dieses wunderschöne Geläut verschläft, darf nicht zur Kommunion. So der ursprüngliche Brauch von früher. Die Altarschellen also, das Geläut der Ministranten. Überraschung Nummer 3. Beim Beginn eines jeden Gottesdienstes schlagen wir mit der Glocke an. Diese ist für einen Priester und diese große für einen Bischof. Dreimal schlägt der Hammer an die große Glocke. Und hier läutet die Glocke. Das heißt, der Glöppel küsst die Glocke an der dicksten Stelle. Das ist das Läutwerk, das ist das Schlagwerk. Das Herzstück des Domgeläuts ist in der Sakristei. Die Altarschellen gehören auch zum Glockengeläut. Und das Schlagwerk darf nur der Bischof benutzen, das Läutwerk alle Priester. Nach diesen 3 kleinen Überraschungen geht es jetzt hoch hinaus. Zum Glockenturm.